Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und gemeinsam mit mir ist hier der Olaf und wir wollen jetzt mal versuchen, da in diese Unidad Basis reinzukommen. Ist ein Hallo, kleines. Ja, ach guten so, ja, Abend. genau. Hallo Olaf. Grüß Gott. Ja, und man hatte uns mal geschrieben, man kommt da ohne weiteres rein, wenn man nicht bewaffnet ist. Und ihr seht, wir haben jetzt keine Waffen in der Hand. Ich hoffe, das ist auch so. Er verzieht uns gerade. Fragen wir mich gerade, was? Wer? Ach, hier der mit dem Rennwagen. Wir gehen mal kurz in der Hocke. Ich zeige euch doch mal, wo wir rein wollen. Ist ein kleines Spezial, ist jetzt keine lange Folge, ne? Da wollen wir rein. Also, wir gehen mal ganz normal rein. Wie war das gehen eigentlich? Ja, wir können ganz normal laufen, Dauerlauf, Ja, Mindset würde ich ist. vorschlagen. Und wenn wir gehen? Ich Vielleicht wird weiß das nicht, wie ja. gehen geht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich guck mal kurz Ja. rein. Einführung, nee, Schwierigkeit, nee, Einstellung. Tastatur und Maus. So. Wo war das? Gehen hatte ich doch, gehen hatte ich ja schon irgendwo mal gesehen gehabt. Bewegen. Standard so. Gehen ist X, Olaf. X. Also X, dann gehen wir ganz normal da rein. Warte, bis ich bei dir bin. Dann sterben wir wenigstens beide auf einmal. Ja. Vielleicht kommen wir ja ohne zu sterben da durch. Weil es So wurde ja gut, gesagt, das gehen ne? wir. Das geht auch ohne. Gehen wir. Gut. So. Na, ich wollte bloß, dass du auch mit im Bild bist. Gehen wir mal Na gemeinsam. gut. Gehen wir mal. Gucken wir Ja. mal. Ich bin ja gespannt. Ich auch. Ob das klappt. Sonst hätte er uns auch schon gesehen hier auf dem Dings, ne, oder? Jo. Der Der da Scharfschütze? vorne hätte uns sehen müssen, ja. Oh, doch jetzt. Ja. Wahrscheinlich ist er kurzsichtig oder so. Er hat kurz aufgeblickt. Ja. Okay. Dürfen auf keinen Fall die Waffen zücken. Nein, Und wenn wir jetzt machen wir drauf nicht. gehen, und wenn wir jetzt drauf gehen, Ja, genau. wir Machen wir testen nicht. das jetzt mal. So, Olaf, dann stimme mal hier das die Bouvillier, 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 Mann. In Bolivien sind wir doch hier. Olivia. Ja. Puff. Nee, der Ja, schießt. schlossen. Er auch. Oh. Wing, oh wing. Okay, oh wing. Also Ja, irgendwie. ich bin schon tot. Bevor es dich mal verrauskriegst, bestimmt. Also von wegen, man kann vielleicht über eine Brücke gehen. Ja, Aber. der war wohl gerade kurzsichtig, wo er uns das kurz angeblinkt Ja. hatte. Also irgendwie, ich, ja, da hatte jemand geschrieben, ne? Ja. Unbewaffnet sollst du da, kannst du da reingehen und, ne? Ja. Ja, hat klappt wohl nicht, oder ich habe es falsch verstanden. Ja, klappt nicht. Nicht. Wir Geht haben nicht. es getestet, also die Unidate. Ja, dann müssen wir doch vielleicht nachts. Da ist vielleicht weniger los, aber okay. War ein kleiner Versuch, so ein kleiner Ich stehe Zwischenspurt. hier alleine rum. Ja, bei mir lädt er noch. Ach so, dann. So, wie weit sind wir denn jetzt entfernt davon? Mal gucken. Ja, Aber wir keine. haben, ist jetzt aufgedeckt. Ja, ist weg, 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 Ja. weg. Aber da ist eine Uni, dann da sollen wir reingehen. Eieiei. Können wir, müssen wir nicht, wir können ja auch die andere wichtige Aufklärungsdaten nehmen, hier hinten. Wo? Weiter unten, ich habe es markiert. Dann werden wir uns mal ein Auto schnappen und dahin. Ja, sind 1,3, kommen Ja, ab ja, ja. zur Wie viel? Straße. 1,3, also Toll, sprich. 1,3 Kilometer, da müssen wir schon Ja. irgendwas machen. Ja. Ich versuche jetzt mal hier ein bisschen zu trampen. Ich ziehe mein Beinchen hoch, meine Hose hier. Oh ja. Und sag mal, hallo, mein Kleiner. Ja. Warum wetten der hält an? Halt an, ja, so ist fein. Halt an. Steig aus. Und weg. Ja, und renn weg. So, denn wollen wir mal. Die Fresse, genau. Ja. Vielleicht sind deswegen erkannt worden, weil wir nicht die bolivianische
keine bolivianische Lieder gesungen haben. Kann ja auch sein. Kann auch sein, ja. Ah. Oh. Ein großer Fan, also wieder Patrouillen. Da fahren wir an vorbei. So geht's auch, ne? Ja. Ja. Eigentlich wollte ich da so nicht vorbeifahren, aber da haben wir es gar nicht gesehen. Cool. Die, wir sind doch im Auto. Meinst du, das ist so dreckig, da können sie durch die Scheiben nicht gucken? Ja, scheinbar. Ohne also, das. Na, wir fallen ja auch nicht auf, wir fahren ja ganz sinnig hier. Ja. Oh, da oben. Rechts oben sind ganz schön viele. Ja, da müssen wir auch hin. Oh, 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 oh. Na, wunderbar, na, wunderbar. Wunderbar. Müssen wir jetzt rechts ab hier? Ne, wir steigen aus, glaube ich, ne, oder? Ja. Wir Warte, steigen nur aus, weil das... Ich parke ihn ja, mal hier ab. Ja, nicht so weit hoch. Ja, parken. Ja, ja. Gott. Oh, da oben sitzt einer, warte, oder? Erstmal mit der Drohne gucken. Bisschen ins Gebüsch, damit uns keiner sieht. Von den anderen. Zack, Drohne raus. Setze und. Drohne ein. Sieh eine kleine Gruppe Tank aus. Oh, da ist er schon. Oh, das ist ganz schön viel. Tango auch... markiert, er steht sehr nah bei Zivilisten. Oh, da sind auch noch Gefangene, Olaf. Ich sehe ein Tango. Da stehen noch andere rum. Ja. Hängen tun da auch noch welche. Da sind am Schrauber sind welche. Hängen tun die auch. Ja. Kann man gar nicht markieren, die sind nämlich töter als töd. Genau. Hier sind auch noch Gefangene drin, ne? Aber wenn wir die freischießen, könnten die ja uns helfen. Zumindest für Ablenkung sorgen. Aber kriegen wir die Vandalen, Ich sehe einen Hauptmann. Tja. Sind, glaube ich, alle hier, ne? Ja. Ist nur ein Gefangener, der da noch gefangen ist. Ja, da müssen wir erstmal. Haben noch. Nee, ist alles weg. Den Scharfschützen am besten da oben erstmal wegsnipen. Kriegen wir den von hier aus weg? Mal gucken. Nach oben. Oh, wenn er sich nicht so bewegen würde. Ja, komm her, guck her, guck her. Gut. Wunderbar. So, jetzt snipen wir uns mal so ganz gemächlich durch. Jetzt tun wir mal, ich nehme die Pistole. Gut. Hier vorne steht eine, den nehme ich gleich mal. Oh, oh, den wollte ich ja gerade. Entschuldigung. Macht nichts. Seht ihr das? Manchmal landen die Care-Pakete an blöden Stellen. Holen wir es uns. Ja, holen wir es uns. Ich gehe mal auf den Turm rauf. Ja. Oh, warte, da sind Uneitren. Wie, das sind die weiter hinten? Die sind weiter hinten. Deswegen vielleicht mal ganz hilfreich, wenn du auch mal so eine Drohne starten würdest. Habe ich ja. Ach so. Es sind drei Mann, die hier. Ungefähr, wo sie sind. Warte mal, ich nehme mal. Soll ich mal den Unterlauf Granatwerfer nehmen? Da stehen so drei Mann auf der Ecke. Oh, die sind gut, ja. Oh, muss ich erst nachladen. Kubratze, wo? Kubratze, hä? Zivilist habe ich umgebracht. Ah, Zivilist. Da passiert. Kollateralschäden. Kollateralschäden. Rebell getötet. Ja, ich auch. Ein Drecksack weniger. Aber muss er mal nachladen. Vergesse ich ja, ne? Oh, er ist weg. Ich vergesse mir das Nachladen. Okay. Oh, jetzt ist das Auto auch noch. Explodiert das Dings? Jetzt können wir erstmal hier hochgehen. Aber wir haben es geschafft. Zwar nicht die feine Art, ne, aber. Hey, hallo? Nee, die feine Englische war das nicht. Mal sehen. Auf dieser Karte ist eingezeichnet, wo die Kartellboote vor Anker liegen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie vor der nächsten Schmuggelfahrt erledigen. Nahegelegener Einsatz. Fallschirmabwurfpunkt. Neuer Einsatz. U-Boot-Flotte 1. Zerstören Sie das Drogen-U-Boot. Aha, aha, aha. Neuer Einsatz. U-Boot-Flotte 2. Zerstören das Drogen-U-Boot. So, jetzt gehen wir erstmal da rein. U-Boot-Flotte 3. Aha, aha, aha. So viele. Cool. Hubschrauber ist ja da. Der ist noch heil geblieben.
müssen wir erstmal hier was mopsen. Ah, sieht gut aus hier mit ihren Totenschädeln und so. Und Madonna. Ach nee, ist eine der andere mit der Sense. Nee, den Gefangenen brauchen wir jetzt nicht mehr befreien. Der ist ja tot. Ja. Da haben wir doch ein Dings hier. Und der den Nachschub markieren. Ich sag den Rebellen, dass sie so Fertigkeitspunkte. Sagst du ihnen nächstes Mal, sollen sie sich selbst versorgen? So, dann nehmen wir. Tüte. Leonda Kumpas, ich habe von weiteren Ziegen gehört. Ich hoffe, ihr zieht Nutzen aus den Ressourcen, die mein Volk bietet. Park, wir ziehen Nutzen aus jeder Quelle, die wir haben. Nebeneinsatz aufgestellt. Nachschub markieren. Ja, mach das mal. Jeder, der mitspielen will, bekommt seine Zeit auf dem Spielfeld. Mach dir deshalb keine Sorgen. Wir melden uns. So. Wir haben den Standort eines Care-Pakets. Munition bei nehmen. Ich weiß von einem Kartellsender. Weg damit. Sonst ist hier nichts weiter, ne? Nee. Hier fliegt jetzt glaube ich irgendwie da wie irgend so ein Hubschrauber umher. Ja, irgendwo ist der Hubschrauber. Mit kleinen Teddybären. Nein. Ja gut. Jetzt schauen wir mal, wo die U-Boot-Dings waren hier. Story-Einsatz? Nee. U-Boot-Flotte 1. Doch, da ist ein Story-Einsatz. Oh, da kommt gerade hier so über uns rüber gehuscht irgendwie. U-Boot-Flotte 2. Ja, geh mal in Deckung, der fliegt über uns. Ich bin in der Dings drin. Oh oh. Nee, mich sieht er nicht. Doch, hat er uns. Ja, wo ist er denn da? Da. Das war's. Hat ihn aus Versehen auf Halbautomatik gestellt. Oh. Gut. Einzelschuss. Okay. Schauen wir nochmal auf die Karte. Da unten gibt es noch einen Bonusorden. Fernglasaufklärung, 15%. Ich markiere den mal. Ja. Den nehmen wir uns nochmal mit. Was ist denn hier unten? Also wieder ein Fertigkeitspunkt. Okay. Ja, der ist dann bei der Tiefe auf der Karte. So, wie weit ist er jetzt entfernt? Liegt er da oben auf dem Turm? Ich nehme mal die Drohne. Der liegt echt da oben. Wer? Der Ohren. Auf dem Turm? Ja, muss mal gucken. Hier ist so ein Schiffshebewerb oder so eine Hebebrücke. Vorposten Santa Blanca. Wagen mit montierter Waffe. Na, dann laufen wir doch hin. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen erstmal auskundschaften, weil... Oh, die stehen da oben alle. Siehst du das? Also wird ein bisschen tricky werden. Hier sind schon viele. Ja, wir müssen... 523 Meter. Ich meine, das sind ja bloß 380 Meter, da brauchen wir keinen Hubschrauber. Wir gehen also durch den Busch und dann kläre ich das nochmal auf. Wir müssen die wegsnipen, die da oben alle sind. Ach, hier liegt der abgestürzte Hubschrauber. Hallo, meine Jungs. Na, habt ihr was zu tun? So. Gehen wir mal durch den Busch. Von hier aus? In stehender Weise? Mal gucken. Na, wir müssen noch ein bisschen andere Position finden. Mal gucken, ob wir hier... Ja. Zweite Höhe vielleicht. Ja. Oder eben dichter vielleicht. Also mal gucken. Dichter und höher, das wäre schön. Aber das ist natürlich wieder alles so zugewachsen hier, ne? Ja, na gut. Wenn es nicht zugewachsen ist, sehen die uns. Ach, warte. Die sind blind. Achso, na gut. Bloß die Frage jetzt, wo ist der andere Scharfschütze? Denn auf einmal hin? Wann da läuft er, der Scharfschütze. Ist er eine Etage tiefer gegangen oder was? Der ist eine Etage tiefer jetzt. Da okay. Oben ist er. Dann machen wir den da oben weg. Der ist weg, gut.
Ah. Oh, ne? Nee, wo ist er denn? Ach, da. Ja, hinter dem Ding. Ja. Kannst vergessen. Ja, von hier aus gerade auch nicht, ne? Der ist unten, oder was? Jetzt geht er weiter rüber, jetzt geht er weiter rüber. Also ganz oben, der ist weg. Ach nee, der oben ist, hängt noch einer, der ist... Der ist weg, ja, so jetzt habe ich ihn. 280 Meter. Ist der andere weg, da? Oh Gott. Oh, jetzt läuft er gerade weg, das ist doch doof. Also irgendwie... Jetzt sind sie alarmiert. Wollen wir ein bisschen Positionswechsel machen? Verstärkung rückt an. Weil die haben ja immer die dumme Angewohnheit, dahin zu laufen, wo du gerade hingeschossen hast, ne? Tango getroffen. Jetzt muss ich. Ja, ist richtig. Jetzt kommen so viele. Ja, nee, ist richtig. Ich habe ja ein bisschen Position gewechselt, dass ich ein bisschen... dass sie nicht gleich zu mir hinlaufen. Ich kann ja aus einem anderen Winkel dann auf die Leute ballern. Ich glaube, ich bin gerade mal ein bisschen falsch am Klettern hier. Zivilisten. Ein Drecksack weniger. Patrones, die haben Mörser, weißt du, ne? Sis. Bumsen mir einen hier rein. Jo. Der ist doch hinter dem Auto, oder was? Oh, Wumba Rika! Hä? Ach, da waren die Geschütze? Der steht immer noch da oben. Bei der Mörser. Die Verstärkung ist doch auf der anderen Seite von der Brücke, oder? Wie es aussieht? Keine Ahnung, wir haben hier Grüne. Ja. Und die anderen sind auf der anderen Seite von der Brücke. Die sind da einmal durchgefahren. Mhm. Oder irgendwie am Wasser. Ich nehme mal meinen Sturm hier. Badam, badam. Da ist eine. Da sind zwei Mann sind. Drei Mann sind hier noch. Warte mal, ich nehme mal kurz Drohne. Drohne fliegt. Ach, da sitzt einer. Der ist dahinter verbarrikadiert. Da sind ja noch so viele. Ai, 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 ai. Ah. Gut. Hier hätten wir alle auf. Ach, jetzt hier, jetzt laufen sie alle. Das ist gut. Oh, jetzt hat er mich. Hat er dich erledigt? Ich hab mich. Du siehst, du hast keine Anzeige hier, wie dein Leben ist. Ja, das ist. Du fällst dann urplötzlich um und weg bist du. Nee, jo. Santa Blanca greift die Rebellen an. Jo, so's fine, so's fine. Oh, oh, Möse. Ich wollte gerade auf den Turm raufgehen. Kann er hier nicht durch? Er beschießt sie. Wo bist du denn? Nicht so ungünstig? Ich bin auch unten bei dem, über der Straße drüber bei dem Turm. Ja, ich sehe. Kann man da gefahrlos hin oder ist da? Im Moment kannst du gefahrlos hin. Ja, die anderen sind weiter auf links von mir. Jetzt kommt einer angrantiert. Jetzt kommt hier einer. Ja. Verfickte Scheiße. Uah, auch tot. Eieiei. Ja, ja. Hätte man nicht hinlaufen sollen. Naja. Eigentlich wollte ich geplant so auf dem Dach, auf dem Turm da vorne, weißt? So, jetzt machen wir einen Cut. Jo, dann machen wir hier mal einen Cut. Dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, dann lasst einen Daumen nach oben da.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also sag ich und Olaf mal. Bye, bye. Ciao, ciao.